Was ist hier los? Retro ist da vorne und lauter Team Plasma-Typen. Das gibt bestimmt jetzt irgendeinen Kampf. Bestimmt. Da ja mal kurz schauen, wie unsere Pokémon aussehen. Von KP her. Finn braucht auf jeden Fall eine Heilung. Dann soll er sie auch kriegen. Dann müssen wir schauen, mit wem greifen wir als erstes an. Bleiben wir bei Luke vorne? Ja doch, wir bleiben bei Luke. Ich vermute, wir machen mit Retro einen Kampf erstmal gegen diese zwei weißen Typen da. Komm her! Anblick. Er will mit seinen früheren Kameraden sprechen. Er möchte verhindern, dass sie verletzt werden. Nee, das sind ja ehemalige Team... die drei da vorne, das sind ja ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Die sind ja auf unserer Seite. Ja, du Dickköpfe. Ich werde es so lange wiederholen, bis ihr es verstanden habt. Jesus will die Herrschaft über die eine Region an sich reißen. Die Befreiung der Pokémon ist nur ein Vorwand für ihn. Ganz im Gegenteil, die Pokémon leiden unter ihm. Ja, Alter. Schon klar. Verpiss dich. Hältst du das für blöd? Wir hören doch nicht auf das Gewäsch eines Verräters. Wir sind doch nicht ganz... zerstört im Café, nicht so wie du. Das bringt wohl nichts. Hey! Hey ihr! Lasst uns gefälligst durch! Wie bitte? Du willst eins aufs Auge haben? Ich hole das Pokémon zurück, was ihr gestohlen habt. Ich höre doch nicht auf das Gewäsch von Alunken wie euch. Rubius, X-Team Plasma, wozu habt ihr eigentlich Pokémon bei euch? Wozu? Oh, Retro ist ganz schön sauer. Doch wohl deswegen, um das zu beschützen, was euch wichtig ist, oder einfach nicht. Selbst wenn eure geliebten Pokémon oder eure Überzeugung darunter leiden, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Spiel da nicht hier dich so auf. Du bist ja nur ein Kind. Niemand kommt auch nur in die Nähe der Plasma-Fregatte, Alter. Macht sie alle fertig. Dennis, du weißt ja inzwischen, wie es läuft. Den überlasse ich dir. Yo! Ihr habt's ja gehört. Wir machen euch und den Verräter fertig. Denn wir sind nicht bei Team Plasma, um richtig... Wir sind schließlich bei Team Plasma, um richtig Ärger zu machen. Ja, jetzt wird gekämpft. So muss das sein. Oh, Einzelkampf. Also wir kämpfen nicht mit Reto gemeinsam. Ist nicht so schlimm. Wir kriegen das auch alleine hin. Auf welchem Level? 47? Ich bin sehr verwundert, weil die wilden Pokémon in der Höhle, in der Riesengrotte, waren so auf auch auf Level 47, 48. Und dann waren wir noch kurz auf Route 13. Da waren die Pokémon auf Level 50, 52. Und jetzt sind die Trainer-Pokémon wieder auf 47. Und für die ist hier was faul. Ach, keine Ahnung. Wir greifen auf jeden Fall mit Donnerblitz an. Das kriegt Luke auf jeden Fall hin. Und holt sich hoffentlich Level 48. Oh, Explosion. Komm, Luke, das hältst du durch. Du hast volle KP. Komm, Luke. Ich glaub an dich. Scheiße. Explosion ist halt so eine heftige Attacke. Mist. Nico, komm du. Ich werde gleich Luke wiederbeleben. Weil es kommt Slimog. Ja, das kann gegen Nico eh nichts machen. Hoffe ich. Daher kann Luke wiederbelebt haben. Werden. Schade. Wegen seinem Level up. Aber was soll man machen? Lamboge. Okay. Hat Nico gut weggesteckt. Psychokinese. Zerstör Slimog. Ah, fast. Fast besiegt. Schade. Welchen Level auch 47. Na gut, Nico ist halt noch der am geringsten gelevelte von uns. Daher kann man ihm das verzeihen. Aber sein Level up kommt jetzt so. Ja, damit hast du nichts erreicht. Scheiß Rüpel. Sind eure Pokémon in Ordnung? Hier für dich. Top-Beleber. Ui, ich glaube, es ist unser erster Top-Beleber. Und für dich. Ach, danke. Okay, gehen wir weiter. Da kommen noch mehr. Ich glaube, jetzt kommen lauter Trüppel, gegen die wir kämpfen müssen. In einem Moment wie diesen kommt man weder mit einem schwachen Herzen noch mit herzloser Stärke weiter. Ich werde kämpfen, um meine früheren Kameraden zu retten. Einen allzu beschützen. Los geht. Reto war ein Name, oder? Pokémon, das du suchst, müsste einer vom Prinz Rio bei sich haben. Sie sehen ein bisschen aus wie Ninja.
Alles klar. Wenn ich es wiederbekomme, ist eure Schuld beglichen. Ist es das? Na schön, ich helfe euch dabei. Getraut ab, okay. Damals glaubte ich, ich würde das Richtige tun. Ich wollte unter meinem König Meister N eine Welt frei von keine Ahnung schaffen. Aber es war selbstgefällig von mir. Ich habe nicht darauf geachtet, was meine Taten in meinem Umfeld anrichten. Deswegen lasse ich nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir heilen mal kurz unsere Pokémon. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was auf uns zukommt. Mal zwei Supertränke vergeben und sowieso noch mal einen kleinen Trank. Naja, und ein Gegengift. Gegengift ist hier auch jetzt erstmal kurz wichtig. Aber wo haben wir ein Gegengift? Da. Weg den Unterbeleber. Na toll. Müssen wir jetzt gegen die anderen noch kämpfen, oder? Welt frei von Bekämpfen. Ich wollte zuerst Pokémon nämlich vorlesen. So, überlegt. Passt doch irgendwie nicht. Okay. Die fallen nicht in unserem zuständigen Bereich rein. Und eine Schafklaue, okay. Auch der nicht? Okay. Dann holen wir das Item hier noch und dann verfolgen wir mal Retro. Wir müssen ja eh nochmal in die Riesengrotte, weil wir damit Stärke noch ein bisschen was erreichen müssen. Aber ja, da erst später. Ich frage mich gerade, folgt jetzt noch eine nächste Stadt? Nee, es geht jetzt Richtung Siegestraße. Hier folgt keine Stadt mehr. Wisst ihr was, dann machen wir mal folgendes. Wir fliegen jetzt mal mit Michelle zurück zur Stadt und werden mal Stärke und Surfer mal holen. Wir werden dann wieder zurückfliegen und dementsprechend dann unsere Pokémon wiederholen. Ich möchte die ganzen Items jetzt erstmal nachholen, bevor es halt hier weitergeht. Nicht, dass wir irgendwann hinten bei Siegestraße sind und dann da erstmal das ewig dauert, bis wir wieder dann dahin sind, weil wir noch mit Stärke wohin müssen. Keine Ahnung. Und dann können wir gleich hier mal im Pokémon-Supermarkt mal kurz einkaufen. Wir haben sehr, 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 sehr viel Geld, aber wir brauchen halt auch sehr, sehr viel Geld, um wieder Item zu holen. So. Top-Trank und Top-Genesung gibt es jetzt hier auch wieder. Oder was heißt wieder? Generell jetzt. Aber, ja gut. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Hier nochmal ein paar Hyperbälle. Falls noch ein legendäres Pokémon kommt, man weiß ja nie. Obwohl, möchte ich vielleicht noch mal ein paar Top-Schütze? Könnte ich auch sein, ich weiß es nicht. Ja, da kaufe ich auch noch mal 25 Stück. Weil, wenn dann bald die Siegestraße kommt, da wollen wir ja natürlich auch geschützt sein von wilden Pokémon. So, wir brauchen einmal natürlich beim Sklave 2. Ist eigentlich egal, wen wir da rausnehmen. Für Michelle. Und wer kann hier Stärke da? Und beim Sklave 3. Für René. Dann laufen wir jetzt kurz zurück. Michelle jetzt abzulegen war keine so kluge Idee. Ich mach mal hier mal ein bisschen schneller, dass wir hier heute auch noch was erreichen können. Bei Michelle abzulegen, wir fliegen und wir brauchen Fliegen halt auch, um schnell wieder zurückzukommen. Jonas, dann lege ich dich nochmal ab. Sorry nochmal dafür. Falls noch ein wildes Pokémon kommt, will ich halt nochmal Finn zum Beispiel haben, weil er noch eine Entwicklung braucht. Luke auch. Ist halt so eine Sache. Gut, dann geht's jetzt hier hoch. Das brauche ich jetzt erstmal kurz nicht. Ey. Überall gegen krachen, na, so muss das natürlich. Aber wenn man dann natürlich auch nach unten drückt, wirkt es nicht ganz so. Möglichst wenige Kämpfe hier verursachen. Ja, sehr schön hier durch. Moment mal, wo geht's jetzt weiter? Hier. Sehr schön. So, erstmal einen Top-Schutz wieder einsetzen. Und ich packe mal ein Pokémon nach vorne, was schon auf Level 48 ist. Zum Beispiel Finn. Dann treffen wir weniger auf wilde Pokémon.
ruhig mal Itemradar aktivieren. So, hier kann man den Stärkefelsen befähigen. Da oben kann man Surfer einsetzen. So, Surfer. Und ich bin mal gespannt, ob irgendwer vielleicht auch Eisstrahl oder so gebrauchen kann. Auch hier kommen auch viele Pokémon, ist das so ernst? Ein Europe. Stimmt, ich wollte im letzten Part auch noch vorlesen, was man hier für Pokémon fangen kann. Habe ich dann letztendlich nicht. Hä? Warum treffen wir auf das Jugong? Ich habe doch Topschutz aktiviert, oder nicht? Habe ich keinen Topschutz aktiviert? Wirkt doch noch. Hä? Ach, dann war das wahrscheinlich so ein Pokémon-Schatten, was ich nicht gesehen habe. So, hier ist die TM13 Eisstrahl gleich. Werden wir gleich mal schauen, ob Umfeld die gebrauchen kann. René hat ja schon eine Eisattacke, daher ist Eisstrahl vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, aber Eisstrahl ist trotzdem eine geile Attacke. Stärke 95, wohlgemerkt. Sehr stark. So, momentan kann es keiner lernen. Aber René und Jonas sind ja eh nicht da. Vielleicht kann es auch René lernen, obwohl sein physischer Angriff, glaube ich, sowieso besser ist. Muss man dann mal abwarten. So, das versteckte Item ist da ja mit Stärke versteckt. Was ist hier unten? Hier unten muss auch noch was sein. Ach, hier ist ein anderer Weg nur, okay. So, gehen wir mal hier Schritt für Schritt durch. Da haben wir das Item schon geholt. Hier rüber. Da gab es ein Item. Da gibt es noch eins. Ich weiß nicht, was es hier noch für Items gibt. Ich wusste nur von Eisstrahl. Hier ein Topschutz, ja gut. Wir einen wieder, das ist jetzt nicht so wild. Brauche nicht das geilste Item, um ehrlich zu sein. Da kommen wir nicht weiter. Aber wo geht's denn da denn noch raus? Sternenstück? Sind wir eigentlich da, wo wir eben mit Team Plasma gekämpft haben? Waren wir da eigentlich? Waren wir da schon auf der nächsten Route oder gehört das hier zur Riesengrotte noch dazu? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, wir sind jetzt hier durch. Items sind geholt. Dann können wir kurz nochmal die von Sklaven ablegen. Wo ist Michelle? Da ist sie. Mal ein bisschen hier schneller, weil ich möchte jetzt hier keine Zeit verlieren. Normalerweise mache ich das ja nicht wirklich so, aber... vielleicht auch in eurem Interesse, wie gesagt. So, und jetzt hier René, der ist hier links. Dann schauen wir noch mal kurz, ob vielleicht René auch Eisstrahl lernen kann. Da möchte ich kurz mal schauen, wie generell der physische Angriff und der spezielle Angriff, wie das Verhältnis da ist. Oh, spezieller Angriff ist sogar höher. Bedeutet, Eisstrahl würde noch mehr Sinn machen. Natürlich habe ich dann fast Eishieb umsonst geholt, aber er kann es sowieso nicht erlernen, okay. Das kann keiner von uns erlernen. Gut zu wissen. So, ich nehme jetzt hier das... Fahrrad und auch die Speed-Taste. Okay, das ist vielleicht Speed des Guten. Sorry für die hässliche Musik hier, aber ich möchte hier ein bisschen schneller vorankommen, obwohl das so die auch dann jetzt nicht bringt, wenn ich überall gegenlaufe. Ich möchte einfach nur mal schnell vorankommen. So, hier durch. Ja, und... jetzt brauche ich die Speed-Taste erstmal. Na gut, machen wir nochmal hier durch. Kurz Topschutz einsetzen. Lol, Blattstein. Hier wo wohl so ein Schatten. Gut. Dann geht's jetzt hier rüber. Und das scheint wirklich hier keine neue Route zu sein. Hier gibt es vielleicht auch noch was? Nee. Ein Fahrrad wollte ich jetzt nicht. Nee. Das ist hier alles auch vereist. Moment, wo ist denn hier? Ach, da geht's lang. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier kann ich auch nicht währenddessen lenken. Also. Und vielleicht ein bisschen kompliziert hier weiterzukommen. Moment mal, da ist das Schiff sogar gelandet. Darum ist hier auch alles vereist. Dann geht's ein erneutes Mal aufs Schiff, wo Retro auf uns wartet.
Geh schon mal vor. Ich bleibe hier und erkunde mich nach diesem Finstrio. Sag Bescheid, wenn du für Lu oder das Finstrio entdeckst. Okay. Hier waren wir ja schon mal drauf. Bedeutet, wir kennen uns so ein bisschen hier aus. Hier drinnen waren wir. Genau, da haben wir die Dinger ausgemacht. Und hier war Kyurem. Weil hier ist ja immer noch, aber ich kann hier gerade nichts machen. Aber cool, dass man hier jetzt hingehen kann. So einfach. Ohne dass hier jemand das Kyurem vielleicht bewacht oder so. Ist vielleicht nicht vonnöten. Aber egal. So, irgendwo muss dieses Finstrio sein. Wir klappen ruhig hier mal den Winkel hier ab. Hier unten kann man noch rein. Ach, hier wartet dann gleich mal ein Doppelkampf auf uns anscheinend. Genau. Ja, nehme ich gerne, nehme ich gerne. Ich weiß jetzt nicht, wer alles vorne ist. Luke müsste auf der 1 sein. Und wer ist auf der 2? Finn oder so? Ich glaube Finn. Oder nee, Nico. Nico müsste auf der 2 sein. 6 Pokémon. Komm bitte, Finn. Ja, sehr schön. Finn. Achso, nee, Nico. Und ich wollte auch sagen, bitte Nico. An sich mich für Luke vorne haben und hier Psychokinese auf das Unratitox. Unratitox auf Level 46, nicht die Weiterentwicklung, finde ich sehr interessant. So, Luke. Das Unratitox, das ist dann dementsprechend schnell besiegt. Vor dem Zurückkriegs müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufpassen, gerade für Nico. Und nicht attacken. Ach, geht sowieso auf Luke, weil ja vorher Finn da war. Normale Verteidigung senkt sich aber. Ah, jetzt kommt da die Weiterentwicklung. So, Donnerblitz auf das Rohrkeks und Psychokinese auf das Deponitox. Ich hoffe, Psychokinese reicht aus. Wunderbar. Und das heißt wahrscheinlich auch Level. Nee, heißt es nicht Level 48 für Luke. Da fehlen noch ein paar EP. Verteidigungsminus und Luke hält das nicht aus. Schade. Schade. Mist. Dann kommt mal bitte in den Kampf Jonas. Da kommt jetzt ein Golbat ein. Mit Jonas Zug werde ich Luke wiederbeleben, weil ich möchte, dass Luke auf Level 48 ist. Und mit Nico werde ich das Golbat angreifen. Giftzahn. Shit. Sehr effektive Attacke. Aber das Golbat ist weg. Er hat die Psychokinese. Ist halt auch einfach sehr, sehr nice. So, Luke steigt jetzt kein Level aus auf, weil ja das Golbat besiegt wurde, wogegen er nicht mehr gekämpft hat. So, Jonas macht ruhig mal Synthese. Können wir die Attacke auch mal einsetzen und. Ja, Gegenstoß ist nicht sehr effektiv. Aber Psycho ist überhaupt nicht wirksam, oder? Machen wir mal einen Gegenstoß. Wie viel heilt das jetzt hier im Neutralen? Ah, sehr schön. Ah, reicht nicht aus, habe ich mir fast schon gedacht. Na gut, dann muss Jonas wohl ran. Laubklinge und Zähne, keine Ahnung. Ein Pokémon fehlt dann, glaube ich, noch. Ein Rollum. Ja. Sind das Schwächlinge, ey. Jonas, du setzt nochmal die Synthese ein für ein paar KP, die du heilen kannst. Und Nico wird dann hier mit Psychokinese ordentlich reinhauen. Ja, Synthese ist halt schon eine geile Attacke. Wir haben wahrscheinlich auch in der Pokémon-Liga sehr gut gebrauchen können, daher wollte ich Synthese dann unbedingt drin haben, als ich gesehen habe, dass wir das erlernen können sozusagen. So, na gut, da kann ich vielleicht mal Drucktrainer machen. Dann senkt sich die Spezialverteidigung des Gegners stark und dann kann Jonas mit Energieball dann den Schaden anrichten. Boah, sehr effektiv auf Nico. Komm Nico, das hältst du durch. Oh, sehr gut.
Ja, haben wir sie besiegt. Leider ist Luke zwischendurch da umgegangen, was ja nicht so schön war, aber letztendlich haben wir es hinbekommen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Bevor wir hier weitergehen, natürlich eine Heilung. Aber wir haben wieder Supertränke, das ist sehr, sehr schön. Wir haben hier ruhig mal zwei Supertränke für Nico und für Luke noch einen Supertrank. So, ist Jonas der Einzige, der noch auf Level 47 ist? Jo, dann kommt er natürlich nach vorne. Ah, Nico ist auch noch. Oh, den habe ich gerade voll übersehen. Hey, so sieht man sich wieder, Alter. Ich bin's, das Ex-Team-Mitglied von Team Plasma. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe Rubius kontaktiert, aber niemand wird kommen, um mir zu helfen. Alle hier reden schlecht über N. Das ist schwer zu ertragen. N hat seine Fehler eingesehen und seinen eigenen Weg gewählt. Dafür nennen sie ihn jetzt einen Verräter. Die sind alle echt schrecklich. Jetzt haben sie einfach so extrem hohe Erwartungen an ihn und dann ringen sie sich einfach so darüber auf, dass er sie verraten hätte. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Die Stockwerke ist ein Labyrinth aus Rohren. Indem du auf die Schalter trittst, kannst du die Rohre verbinden oder trennen. Du kannst übrigens auf den Rohren laufen. Ach, wieder so ein scheiß Labyrinth, wie wir schon mal hatten. Auf dem Schiff. Das Schiff scheint voller Labyrinthe zu sein. Und auch einige Team Plasma Rüpels, gegen die wir kämpfen können. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit, die Kämpfe hier. Mit Jonas vorne gegen Ravigator. Gut, das kriegt Jonas hin, auf jeden Fall. Hab ihm zu überlegt, kommt ein Psycho-Pokémon, ein Gift-Pokémon oder ein Nicht-Pokémon? Wäre es ein Gift-Pokémon gewesen, wäre es natürlich ein bisschen schwieriger gewesen. Aber so passt das. Jonas bräuchte irgendwann vielleicht nochmal eine bessere Attacke von einem anderen Typ, dass wir vielleicht Jonas auch hier und da nochmal woanders einsetzen können und nicht nur mit Pflanze. Ich hoffe ja, dass er irgendwie mal eine Giftattacke erlernen kann oder so. Aber nach den TM schaue ich sowieso erst vorbei, wenn unsere Pokémon generell alle auf der letzten Entwicklungsstufe sind. Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Luke sollte meiner Schätzung nach bald sich entwickeln, aber bei Finn wird es, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Ist nur eine Schätzung von mir. Puh, ist das groß hier. Da ist ein Item, das nehme ich natürlich mit. Ein Zink. Sehr, sehr groß hier alles. Natürlich dann für mich auch ein bisschen schwer, hier den Überblick zu behalten. Ist das da jemand, der uns heilen kann? Okay. Wechseln wir mal zu Nico, dass er auch noch Level 48 erreichen kann. Und dann geht's halt weiter mit weiteren Leveln. Komm, setz mal ein paar Gift-Pokémon ein. Auf Unnicht-Pokémon habe ich jetzt gar keinen Bock. Oder Normal-Pokémon, das geht natürlich auch. Obwohl Radikal bestimmt Knirscher oder Biss hat. Ja, wahrscheinlich Knirscher. Aber wenn wir es schaffen, wird Radikal erst gar nicht zum Angreifen kommen, aber doch erst schneller. Setz Risiko-Tackle ein. Mit Rückstoß. So viel Schaden macht es bei Nico jetzt nicht. Wir machen mehr Schaden. Interessant. Radikal setzt eine sehr, sehr starke Attacke ein, was hoher Rückstoß hat. Macht weniger Schaden bei uns. So, guck mal, da kommt. Ich wechsle mal rüber zu René. Jetzt sind ja alle auf Level 48. Oder ich kann wieder schön herumzwitschen, wo er sich hier sagen muss, ja, der und der ist aber zu hoch gelevelt. Dem will ich jetzt erstmal nicht die EP geben. So, mein Trainingsplan sieht erstmal vor, dass wir Luke und Finn erstmal trainieren generell. Daher werde ich Luke jetzt auch mal nach vorne nehmen. So, heilt er uns oder kämpft er? Ne, der kämpft, aber wird danach wahrscheinlich unser Pokémon heilen, was natürlich dann dementsprechend aber auch unlogisch wäre, weil er ja eigentlich ein Gegner von uns ist. So wie sie nur auf der anderen Seite steht. Ein Matrifool. Pflanzen-Pokémon? Na gut, ist ja kein Team Plasma-Rüpel. Ah, kriegen wir trotzdem einen Donnerblitz. Zwango, was ist das für eine Attacke? Kenne ich so nicht. Oh. Fähigkeit hat sich geändert. Das bedeutet,
dass auch uns jetzt Bodenattacken treffen können. Ja gut, die Attacke braucht er jetzt nicht nochmal einsetzen, weil wir haben jetzt die Fähigkeit schon geändert. Ist er dumm? Das war leicht dumm von ihm. So, jetzt bin ich gespannt, halte uns. Wenn ein Pokémon verletzt ist, spielt es keine Rolle, ob es Freund oder Feind ist. Ah, na gut, mit dem Satz hat er sich nochmal rausgeredet, was auch ein guter Ansatz ist sozusagen. Gut, hier an der Stelle geht es dann beim nächsten Mal weiter. Bin mal gespannt, wie weit wir dann hier kommen werden und was wir generell hier erreichen können. Können wir das Pokémon von Retro retten? Ja oder nein? Das sehen wir dann. Bis dahin und tschüss.